Die Bauarbeiten an der neuen Schiffsanlegestelle in Straubing befinden sich auf der Zielgeraden. Denn mit der Anlieferung und Montage der Landebrücke am Donnerstag ist der wichtigste Teil geschafft. Der Ponton und die Brücke wurden von der Firma Schmidt Boote und schwimmende Anlagen mit Sitz in Andernach geplant und gebaut. Wir haben die Brücke und den Ponton gestern bei uns im Werk verladen auf LKW und sind dann heute Nacht mit Überbreite, der Ponton ist 5 Meter breit, das heißt also mit BF3 Fahrzeugbekleidung, also mit diesen gelben Leuchten, was man auf der Autobahn immer sieht, haben wir es dann hierher transportiert und die sind dann heute Morgen irgendwo kurz vor 6 hier gewesen. Den Ponton haben wir dann im Hafen Sand abgeladen mit den Hafenkranen und dann hat der Herr Wurm uns die Anlage, also den Ponton, dann hier rüber geschwommen und die Brücke haben wir dann hier abgeladen und montiert. Die Montage der Landebrücke war in einer Stunde komplett abgeschlossen. Die Gesamtkosten in Höhe von rund 500.000 Euro für die Schiffsanlegestelle übernimmt das Schweizer Kreuzfahrtunternehmen Skilla, das für die Anlegestelle zuständig ist. Wir haben ein gewisses Wachstum in unserer Branche und Liegestelle werden sehr eng. Also wir haben immer wieder Probleme mit Liegestelle zu finden für unsere Schiffe. Außerdem suchen wir natürlich nach interessanten und schönen Landepunkten, wo wir Ausflüge machen, wo die Gäste in der Stadt rumspazieren können. Und unsere Kraft ist, dass man nah am Stadtzentrum liegt. Und das ist hier in Straubing gegeben. Und da unsere Schiffe immer länger wurden, konnte die hier nicht mehr in Straubing anlanden. Und somit haben wir es hier angepasst. Bereits am 5. Mai wird die Landebrücke von den ersten Passagieren offiziell eingeweiht. 13 weitere Kreuzfahrtschiffe aus Amerika, England oder der Türkei haben sich für dieses Jahr schon angemeldet. Mit der neuen Landebrücke wurde also sprichwörtlich eine Brücke zwischen vielen neuen Touristen und der Stadt Straubing geschlagen.